Im ersten Video habe ich euch eine allgemeine Einleitung zu Wolfram Alpha gegeben. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Ableitung von einer Funktion bilden könnt. Ich habe mir dazu eine Aufgabe von mathematikwissen.de rausgesucht. Link findet ihr in der Beschreibung. Und ich tippe diese Aufgabe jetzt erstmal ab und zeige euch dann, wie ihr die Ableitung formuliert. Also, wir nehmen die Brüche erstmal immer in Klammern. Sonst wird jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal x schreibe und ich hätte keine Klammer, würde er die 9 mal x nehmen, also würde das x dann unten im Bruch stehen, also im Nenner und nicht im Zähler, wie es eigentlich sein müsste. Deshalb am besten immer den Bruch in die Klammer nehmen. So, x hoch 3 war das hier. Hoch 3 wird mit dem Zirkumflex gemacht, das findet ihr unter der Escape-Taste auf eurer Tastatur. So, minus 1 durch 3. X ins Quadrat minus 8 durch 3 mal x. Jetzt habe ich genau den Fehler gemacht, vor dem ich euch gewarnt habe. Also immer schön in Klammern setzen die Brüche. Plus 26 durch 9. So. Wenn wir jetzt Wolfram Alpha dazu bringen wollen, dass er uns die Ableitung ausspuckt, geben wir das englische Wort für Ableitung vorne ein, derivate, öffnen eine Klammer und schließen die Klammer am Ende der Formel wieder. So, der Funktion, nicht der Formel. Das bestätigen wir mit Enter. So, und jetzt können wir erstmal vergleichen, ob er es richtig erkannt hat. X hoch 3 durch 9, ja, das stimmt soweit. Minus x Quadrat durch 3 stimmt auch. Minus 8x durch 3 stimmt auch. Plus 26 durch 9, genau. Und hinten steht auch schon die Ableitung. Ist jetzt sogar noch eine grafische Umsetzung und alternative Schreibform. Aber uns interessiert ja bei der Ableitung nur dieser Teil hier hinten. Und den hat uns Wolfram Alpha korrekt ausgegeben. Ihr könnt es natürlich auch mal per Hand probieren, dass wir dabei rauskommen. Und ihr seht schon, Wolfram Alpha hat es so umgeformt, also hat hier ein Drittel ausgeklammert, dass man hier die PQ-Formel beziehungsweise die Mitternachtsformel anwenden kann, um dann später die Nullstellen zu bestimmen. Wie wir die Nullstellen mit dem Programm bestimmen, zeige ich euch im nächsten Video.